Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Debatte über das UNAMID-Mandat habe ich Kofi Annan zitiert aus der Zeit des Bürgerkriegs in Darfur, was zum Glück nicht mehr die aktuelle Situation beschreibt. Aber wenn wir uns jetzt mit der Situation im Südsudan beschäftigen, müssen wir leider feststellen, dass in diesem Jahr das Ausmaß der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung ein dramatisches Niveau erreicht hat und dass es vor allem Frauen und Kinder vor Ort betrifft. Und Millionen Menschen sind inzwischen auf der Flucht. Und damit hat sich nur zwei Jahre nach dem geschlossenen Friedensabkommen die humanitäre Lage in diesem jüngsten Land der Welt weiterhin dramatisch zugespitzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gilt daher, die Umsetzung des Friedensabkommens im Südsudan weiterhin mit Nachdruck, mit unseren Möglichkeiten zu unterstützen, um die Zivilbevölkerung zu schützen und ihre Menschenrechte zu wahren. Hierfür brauchen wir die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Südsudan ist seit langem ein Krisenherd, und deswegen hat das Engagement der internationalen Gemeinschaft im Rahmen dieser Mission ja auch mit dem Tag, mit der Stunde der Unabhängigkeit des Südsudan bereits im Jahr 2011 begonnen. Seitdem bemüht sich die Völkergemeinschaft um die Stabilisierung des Friedens im Südsudan. Das Mandat UNMISS ist unter Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen autorisiert, und Deutschland ist seit dem Beginn an dieser Mission beteiligt. Aufgrund der Eskalation der Gewalt im Südsudan hat der VN-Sicherheitsrat die Mandatsobergrenze von UNMISS im August 2016 erhöht. 17.000 Soldaten und 2.100 Polizisten sollen den Auftrag der Mission umsetzen. Das derzeitige Mandat läuft noch bis zum 15. Dezember dieses Jahres. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Hauptaugenmerk der Mission UNMISS liegt auf dem Schutz der südsudanesischen Zivilbevölkerung. Darüber hinaus sichert UNMISS die humanitären Zugänge, um die lebensnotwendige Arbeit der humanitären Helfer zu ermöglichen. UNMISS überwacht die Wahrung der Menschenrechte, unterstützt die Umsetzung des Mechanismus zur Waffenstillstandsbeobachtung und die Umsetzung des Friedensabkommens. Damit kommt der VN-Mission eine zentrale Rolle bei dem Versuch zur Herstellung von Frieden, Sicherheit und Stabilität im Südsudan zu. Wir wissen, dass die Mission insbesondere aufgrund der kritischen politischen und humanitären Lage im Land mit sehr großen Herausforderungen kämpft. Die Vereinten Nationen setzen sich nachdrücklich dafür ein, die Wirksamkeit der Mandatserfüllung zu verbessern. Dabei bedürfen sie weiterhin auch unserer Unterstützung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland beteiligt sich an UNMISS ebenfalls mit einer Obergrenze von 50 Soldatinnen und Soldaten. Wir schöpfen sie nicht aus. Derzeit sind 17 Bundeswehrangehörige eingesetzt, einer im Rahmen eines Kontingentwechsels auf dem Weg zurück nach Hause. 8 sind eingesetzt im Hauptquartier in Juba und die anderen 8 als Militärbeobachter in der Fläche, und sie unterstützen bei der Führung der Mission im Missionshauptquartier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich vor Ort beschäftigt mit der Lebenssituation der Menschen, auch mit den Umständen, mit der Lebenssituation unserer Soldatinnen und Soldaten, da wird man sagen können und müssen, dieser Einsatz dort in diesem Land, das ist wirklich ein Knochenjob. Dort in der Fläche als einziger deutscher Soldat mit wenigen anderen Kameradinnen und Kameraden anderer Nationen als Beobachter eingesetzt zu sein, das ist wirklich eine Riesenherausforderung. Und die Menschen, die Soldatinnen und Soldaten, die sich dieser Herausforderung stellen, die haben unseren tiefsten Respekt und unsere Dankbarkeit verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich ist angesichts der Größe der Herausforderungen und Probleme die deutsche militärische Beteiligung ein kleiner Beitrag, aber eben dennoch ein sehr wichtiger Beitrag zum UNMISS-Mandat. Und sie ist zudem Teil der langjährigen Bemühungen der Bundesregierung um eine dauerhafte Konfliktbeilegung und um Friedenskonsolidierung im Sudan und im Südsudan. Die Geschichte des Südsudan, des jüngsten Staates der Erde, hat hoffnungsvoll begonnen. Dass die Lage jetzt so desaströs ist, hat genau nichts mit der internationalen Staatengemeinschaft zu tun. Im Gegenteil. Wir erwarten von den politischen Verantwortlichen in ihrem Land, im Südsudan, dass sie selbst ihrer politischen Verantwortung in angemessener Weise gerecht werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nichts wäre besser in diesem Land, wenn
die Vereinten Nationen dieses Land verließen und wenn die deutsche Beteiligung an dieser Mission nicht mehr stattfände. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte ich Sie namens der Bundesregierung um Ihre Unterstützung für den heute vorliegenden Antrag, die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der von den Vereinten Nationen geführten Friedensmission UNMISS fortzuführen. Die Menschen im Südsudan brauchen uns. Die Völkergemeinschaft erwartet unseren fortgesetzten Beitrag. Darum bitte ich Sie. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Frank Schwabe für die Fraktion der SPD.